So. Oh, schön. Kann ich noch irgendwas mitnehmen, bevor ich den... Oh, ich habe eine Schere. Bestimmt muss ich das Brecheisen noch haben, um das rauszumachen. Jo. Untersuche die Leiche in der Kirchengruft. Ich habe hier noch eben Wimmelwildspiel. Warte, bevor ich damit anfange. Warte. Ich muss noch eben wimmeln. Warte. Ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser. Da ist doch bestimmt die Geige irgendwas. Das ist doch nicht viel, oder? Und hier, wo gehört die hin? Hier. Jupp. Ein Ohrring. Ich hab ein Auge. Okay, alles klar. Was habe ich denn? Knopf, Pfeife und Käfer. Knopf, Pfeife und Käfer. Polierte Stiefel. Warte mal, ich muss die wahrscheinlich erstmal polieren. Muss wahrscheinlich erstmal einen Pinsel haben. Nein, nehm keinen Pinsel. Ich muss wahrscheinlich erstmal einen Fächer haben, um sie nochmal zu polieren. Oder ich muss einen Arrenschädel habe ich hier. Ich muss irgendwas haben, um die Schuhe sauber zu machen, weil da steht ja da polierte Stiefel. Die sind aber noch nicht poliert. Die Stiefel müssen noch geputzt werden. Ja, aber ich brauche ein Putztuch. Oder ein, ja, womit man halt Schuhe sauber macht. So ein würde ich jetzt sagen. Okay, das war eine Mundharmonika, natürlich. Ja, hallo, kennt doch jeder, hallo, also. Okay, hier habe ich noch irgendwas. Hier habe ich ein Ohrring zu... Muss ich noch einen zweiten finden? Ich muss anscheinend noch einen zweiten finden. Alles klar, ich muss noch drei Ringe finden. Ringe. Natürlich, finde ich natürlich auch sofort. Ein Ring. Ein Ring. Zwei Ringe. Was ist ein Käfer? Ein Kelch? Eine Pfeife? Du blöde Pfeife. Hier ist eine Feder. Ach, da ist die Klammer, alles klar. Knopf und eine Perücke. Ein Perückenschaf. Hier ist die Perücke. Aber wo ist das, womit man die Schuhe putzt? Dieses Teil. Habt ihr wahrscheinlich schon wieder gefunden, aber Matze ist gerade etwas blind. Ein Taschenmesser habe ich auch noch nicht gefunden. Ach da. Ja. Moment, war nicht staubig. Alter Schwede, ey. Ein Knopf und ein Taschenmesser. Boah, der Knopf ist doch bestimmt hier. Und das Taschenmesser. Hier ist ein Messer. Aber er will ja nur ein Taschenmesser haben. Hier ist ein Taschenmesser. Wow, habe ich gefunden. Alles. Ja, dauert ein bisschen, aber ich habe es gefunden. Oh, nee, ne? Wenn ich mir das hier so angucke. Erstmal mit dem Pinsel setzen. Ja, super. Oh, nein. Also, wir kommen gerade in ein Spiel zum anderen Spiel. Ordnen die Schädel so an, dass sich keiner in einer Reihe oder Spalte wiederholt. So, dies Gesicht mit dem Gesicht. So, jetzt haben wir hier von jedem einen. Ne, der gehört noch nicht dahin. Der muss noch da oben hin. So, jetzt haben wir von jedem einen in der Reihe. Jetzt machen wir mal die Reihe. Den ist richtig, der ist richtig. Der ist richtig, aber der ist verkehrt. Da müsste dann quasi... Den haben wir. Den haben wir. Ist jetzt hier auch alles nicht doppelt? Wir haben das in der Reihe. Wir haben den 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 in der Reihe.
Ach, der, das ist der, der in der. Okay. Dann sind die gleich gerade. Das ist natürlich doof. Dann heißt das, der noch in der anderen Dings braucht. Genau, damit dann packen wir den dahin. So, dann ist aber der in der richtigen, nicht in der richtigen Reihe. Dann tausche ich den mit dem. So, dann ist der. Dann darf der auf keinen Fall in der Reihe sein. Der darf in der Reihe sein. Der darf in der Reihe sein. Und der darf auch in der Reihe sein. Und der darf auch in der Reihe sein. So, jetzt kommt die vierte. Der darf in der Reihe sein. Der darf nicht in der Reihe sein. Der muss ans Ende. So, der darf nicht hier sein. Der muss ans Ende gepackt werden. Hier muss der hin. Den habe ich hier schon. Den habe ich noch nicht. Doch, hier ist jetzt alles fertig. Dann muss der noch getauscht werden mit dem. Dann ist der richtig. Der muss. Ja, der muss noch getauscht werden, oder? Geil! Alter! Meinen Beobachtungen nach ist die Leiche ungewöhnlich blass. Fast alles Blut scheint aus dem Körper entwichen zu sein. Ich nehme an, dass die beiden Wunden am Hals, die möglicherweise von Zähnen verursacht wurden, Aufschluss darüber geben, wie es zu dem hohen Blutverlust kam. Ich konnte keine weiteren Verletzungen feststellen. Die Bisswunden scheinen von keinem mir bekannten Tier zu stammen, weshalb die Todesursache rätselhaft ist. 25, alles klar. Okay. Ich kann jetzt hier nichts mehr machen, oder? Der Weg ist versperrt. Ja, das ist ja der Weg, den wir von der Kirche hatten. Okay, ich muss wieder zurück. Anscheinend muss ich wieder zurück. Die Zahl 25. Die Obduktionsbericht lag zerknittert im Regal in der Gruft. Soweit ich weiß, wurde keine offizielle Obduktion durchgeführt. Wer hat den Bericht dann geschrieben? Das Papier ist edel und hat ein Wasserzeichen von Kiselova. Okay. Außerdem steht in der Ecke in großer roter Buchstaben die Zahl 25. Was das wohl bedeutet? Er kam keine. Achso, ich wollte die Ziele hingucken. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe das fertig. Und das habe ich auch fertig. Was sind denn jetzt die Ziele? Ich habe fertig. Ja, ich spiele es durch. Ich habe alles fertig gemacht. Alle Ziele durch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Aber irgendwas wird passieren. Ah, guck mal, da ist der. Darf ich fragen, wessen Leiche das ist? It's Olga, Philip's wife. She's gone. Philip's Frau. Philip's gone too. Gone mad, that is. Oh nein. He asked me to bring the body to the crypt and left in a hurry. He's obsessed with finding the person who did this and getting revenge. You must try and stop him before he does something foolish and gets himself killed. Nicht womöglich ums Leben kommen. Oh nein, ist die Frau doch gestorben. Wir haben uns schon so beeilt. Wir tun, was wir können. Vielleicht sollten wir in sein Haus beginnen. Oh nein. Oh, das ist, tut mir so leid für die. Gerade. Da oben ist doch jemand. Ah, it's you again. Oh, ihr seid es. How fortunate. Was für ein Glück. We were looking for Philip. Wir suchen we didn't Philip. Expect to find you here. Mit dir haben wir hier nicht gerechnet. I was looking for him too. I just wanted to give my condolences. If you happen to see him, do tell him I stopped by. I will leave you to your business now. Ja, okay. There's something strange about that man. Allerdings. I can't help feeling that he wasn't telling the truth about the real reason he was here. Someone was obviously looking for something here. Was it Philip or someone else? Ja, ich glaube auch, ey, dass da irgendwas. Oh nein. Buchstabe C. Buchstabe B. Jawohl, ich kaufe ein B, ich kaufe ein C. Ich nehme alles, was ich habe.
Habe ich denn hier irgendwas? An Buchstaben? Ich kann nicht mehr richtig gucken. Ich glaube, ich schlag mal. Hier ist ein A gewesen. Da ist ein A. Ich brauche aber ein B und ein C. Das kann ja was werden, ey. Die Seite ist leer. Ja, dann soll ich sie mal voll machen, wa? Ja, soll ich mal was aufschreiben. Füllfeder ist völlig ausgetrocknet. Ah, okay. Warte, wo haben wir Tinte? Tinte? Alter, wo habt ihr das Tintenfass denn hingepackt? Wie unaufgeräumt ist das denn hier eigentlich? Sag mal. Das kann doch wohl nicht sein. Okay, warte mal. Ich lege erstmal weg. Vielleicht ist das hier. Okay, wieder reinpacken. Ein schönes Tintenfass. Der Füllfederhalter. Okay, das ist das Tintenfass. Fehlt jedoch. Was? Alles klar, ich habe einen Kreis gemalt. Yeah, geil. Kauf einen Kreis. Eine Mütze. Ich brauche eine Mütze. Ja, habe ich eine Mütze. Jetzt brauche ich den Schirm. Ein Dietrich. Was ist das? Das ist ein Pinsel. Muss ich hier irgendwas wieder aufmalen oder was? Oder hier? Nein. Okay, was suche ich überhaupt? Ein Buchstabe. Fledermaus, eine Hummel und ein Zahnrad. Ein Hummel habe ich hier. Ein Zahnrad. Ich drehe gleich am Rad, aber... Aber was für eins? Da ist das Zahnrad. Ich habe noch ein paar Sachen hier. Eine Brosche. Ein Dietrich habe ich gefunden. Ja, okay. Das ist alles. Wo sind die Buchstaben? Ich habe die Buchstaben immer noch nicht gefunden. Die stehen bestimmt... Oh, guck mal, da ist die Fledermaus. Siehst du, guck mal eine an. Und jetzt fehlt nur noch der reparierte Hammer. Der reparierte Hammer. Wo, der ist der Stauf dafür. Ein Teil eines Hammers, ja. Und jetzt brauche ich noch die schwere Seite vom Hammer. Das ist ja voll Hammer. Da. Wie soll ich ihn bewegen? Hallo? Ich muss noch ein paar Buchstaben finden. Hallo, ist ja gut, ist ja gut. Ich brauche noch ein B und ein C, bitte. Wenn ich denn nicht mal lesen kann und ein B und ein C finde. Da finde ich ein C. Guck mal, also in der Wand geritzt. Ist nicht wahr. Und hier habe ich das B. Boah, Alter, ey. Und jetzt noch den Hammer reparieren. Aber mit was repariert man jetzt den Hammer? Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas noch einfinden hier oder irgendwas Kleber haben. Ich muss beide Teile das. Ich muss beide Teile des Hammers. So, und jetzt kommt das zusammen. Oh, Alter. Was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe den Dietrich gekriegt. Alles klar. Alter. So, was habe ich hier? Ein Knauf. Natürlich, es fehlt ein Knauf. Kann ich nicht einfach mit dem Dietrich rein? Funktioniert nicht. Oder mit der Schere? Nein, geht auch nicht. Okay. Kann ich nicht noch irgendwas anderes machen? Also da kann ich jetzt nicht rein. Nein, ist doch gut. Da komme ich jetzt nicht rein.